Hallo und ganz herzlich willkommen im neuen Jahr. Es ist 2021 und ganz herzlich willkommen zum neuen Jahr. Das fängt gerade auf den Freitag an, deshalb starten wir das neue Jahr gleich mal mit einer neuen Podcast-Episode. Ganz herzlich willkommen bei deinem Podcast für Souveränität und Gelassenheit, für deinen Erfolg und Genuss. Und ganz herzlich willkommen in 2021. Es geht immer um deine Souveränität und Gelassenheit, weil du damit dein Leben steuern kannst für deinen Erfolg und Genuss, was auch immer das für dich bedeutet. Wir haben im Jahr 2020 gelernt, dass das alles höchst individuell ist. Was der eine als Erfolg empfindet, muss der andere nicht als Erfolg empfinden. Und was der andere als Genuss empfindet, muss kein anderer als Genuss empfinden, sondern das darfst du für dich alleine festlegen, für dich feiern, für dich freuen, dass du es erreicht hast. Es gibt kein One Size Fits All und es gibt es je länger, je weniger. Was es immer gibt, ist die wirklich eigene, in sich oder in dir selber ruhende Souveränität und Gelassenheit, die immer da sind, schon immer da waren und nur darauf warten, freigelegt zu werden. Alle Glaubenssätze, Muster, Programmierungen, die wir im Lauf des Lebens und wer dran glaubt, auch aus früheren Leben oder sogar von Familie, Großeltern und den Generationen zurück, sich in einem selber so festsetzen, die wir einfach so mitgenommen haben und die wie so ganz viel Paketpapier sich um deinen inneren Kern gelegt haben. Und dieser innere Kern ist tiefste Liebe, Souveränität, Gelassenheit, Lebensfreude. Alles, was davon abweicht, sind wirklich einfach, in Anführungszeichen, nur Glaubenssätze, Muster und Programmierungen, die wir von irgendwoher mal eingesammelt haben und bei uns behalten haben. Und genau darum geht es in diesem Podcast, Schicht für Schicht für Schicht diese Souveränität und Gelassenheit freizulegen, damit du dein Leben leben kannst nach deinen Träumen, Vorstellungen, Wünschen, Hoffnungen, Ideen, Kreativität, damit es so richtig freie Bahn hat. Und aus energetischer Sicht, auf energetischer Ebene war das Jahr 2020 eine riesige Einladung für persönliche Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung, gut für sich selber zu schauen und ganz genau zu erkennen, was ist im Außen und was ist im Inneren. Welche Theaterstücke spielen sich im Außen ab und was geht im Inneren bei mir vor sich? Können da die Souveränität und Gelassenheit sich wirklich Bahn brechen und wirklich abpuffern, was im Außen vielleicht an dich herangetragen wird? Oder sind Souveränität und Gelassenheit so dick verpackt mit Mustern, Glaubenssätzen, Programmierungen, dass das Außen kraftvoller ist als deine in dir ruhende Souveränität, Gelassenheit, Leichtigkeit, Klarheit. Und genau darum geht es immer und immer wieder in jedem meiner Coachings, in jedem meiner Podcast-Folgen, in jedem meiner Newsletter, in jedem meiner Posts auf einer der unzähligen Plattformen, auf denen ich meine Botschaft weitergebe, immer mit dem Ziel, dich zu stärken. Dich an deine innere Power zu erinnern, dir Ideen zu geben, was für eine Schicht weg kann, damit noch mehr Souveränität und Gelassenheit aufblühen kann, damit es dir gut geht, damit du dein Leben leben kannst, damit du in deiner Kraft bleiben kannst und damit du alles, was von außen kommt, mit deiner eigenen Energie neutralisieren kannst.
Darum geht es nämlich. Wir sind energetische Wesen. Und der Kern, deine Seele, ist pure Energie, pure Liebe. Wenn jetzt von außen irgendwas kommt, irgendeine niedrigerschwellige oder niedrigere Frequenz, und es ist überhaupt nicht wertend, sondern es ist einfach eine andere Frequenz als die Frequenz der Liebe, die du eigentlich als Mensch bist, dann hat unser Körper die Fähigkeit, diese Energie zu neutralisieren. Das ist das, was im Jahr 2020 und im Jahr 2021 ganz viel passiert, weshalb du vielleicht müde warst, vielleicht auch erschöpft warst, mehr Kopfweh gehabt hast, mehr schlapp warst. Das ist dieser Energieausgleich, der über unseren Körper jeweils stattfindet. Das findet rein auf der körperlichen Ebene statt, weil dein Inneres, dieser Kern, diese Seelenebene, die ist immer 100% pure, bedingungslose Liebe. Der Körper hat andere Glaubenssätze, Muster gespeichert, da gibt es Dämpfungen, da mag anderes stattfinden. Und wenn jetzt von außen eine Welle von Trauer kommt oder von Ärger, Stress, Angst, das sind alles Energiewellen oder Energiebubbles, Energiepakete, die eine ganz andere Frequenz als die Liebe haben, deine Mitte. Und das heißt, auf der körperlichen Ebene treffen sich diese beiden Energiepakete und gleichen sich aus, wenn du nicht an diesem äußeren Energiepaket kleben bleibst und darauf fokussierst. Wenn man einmal in der Angst ist und das dann festhält und immer in der Angst bleibt, dann zieht man das wie so in den Körper rein und dann ist man in diesem Paket drin. Aber wenn wir das einfach nur wahrnehmen und durch uns durchfließen lassen, dann wird es wie neutralisiert. Das ist dieses Beispiel, was ich immer wieder gerne gebracht habe im vergangenen Jahr. Wie der Stein, der in den See geworfen wird, und der See ist sich vollkommen bewusst, dass er ruhig ist, dass er diese glatte Oberfläche hat. Und wenn jemand einen Stein reinschmeißt, dann gibt das Wellen, ja. Aber das Innere vom See ist stark genug, die Wellen einfach auszugleichen und wieder in seine Ruhe zu kommen. Und darum geht es in jeder einzelnen Podcast-Folge. Diese innere Ruhe, Souveränität, Gelassenheit so stark sein zu lassen, dass egal ist, was von außen kommt, dass diese Souveränität, Gelassenheit, innere Ruhe, Liebe stärker ist als die Wellen und die Wellen einfach ausgleicht. Das heißt, dieser Unterschied zwischen außen und innen ist dabei wichtig, und die eigene Power zu erkennen, zu füttern, sich daran zu erinnern, sich darauf zu besinnen. Weil je stürmischer es im Außen ist, umso mehr sind wir eingeladen, uns auf uns selber zu fokussieren und wahrzunehmen, wie es uns wirklich geht, wer wir wirklich sind, wie wir unser Leben wirklich haben wollen, wer wir sein wollen, wie wir sein wollen und wer wir in der Welt sein wollen und welchen Beitrag wir in die Welt reingeben wollen. Und deshalb ist es so wunderschön, dass ich dich mit dem Podcast begleiten darf, dass du wieder da bist, dass du dir Zeit für dich selber nimmst. Und ich lade dich deshalb, weil wir gerade in so stürmischen Zeiten leben, gleich mit der ersten Podcast-Folge im neuen Jahr ein, bewusst ein Augenmerk auf deinen Start in den Tag zu legen. Das ist diese berühmt-berüchtigte Morgenroutine. Es ist einfach der Start in den Tag. Den mal unter die Lupe zu nehmen, bewusst wahrzunehmen, bewusst anzuschauen und allenfalls für dich passend zu optimieren. Genau da wollen wir heute am 01.01.2021 oder wann immer du die Podcast-Folge hörst, es gibt kein Raum und Zeit. Es ist immer der für dich richtige Zeitpunkt.
Das heißt, du bist genau jetzt eingeladen, mal in deinen Start vom Tag reinzuschauen. Es ist nämlich so, dass genau so, wie du in den Tag startest, setzt du ein Zeichen für den Tag. Es ist wie die Gleise für deinen Tag, die du da mitlegst. Und du kennst es, wir haben ja so entlarvende, bewusstmachende Sprichwörter. Der ist mit dem falschen Fuß aufgestanden, der ist heute mit dem linken Fuß aufgestanden. Das ist genau das. Genau so, wie du in den Tag startest, setzt du die Intention für den Tag. Setzt du wie die Gleise, auf denen du durch den Tag durchsegelst. Bestimmst du deine Energie und bestimmst, ob du dein Leben im Griff hast oder ob du das Steuerrad anderen überlässt und mal schaust, was so kommt. Weil egal, wie sehr es im Außen stürmen und kriseln mag, egal, was dir im Außen erzählt wird, ob du machtvoll bist oder nicht, oder ob du dich an gewisse Dinge zu orientieren hast oder nicht. Fakt ist, du bist unendlich machtvoll. Wir Menschen sind mehr als Maschinen. Wir sind ausgestattet mit purer Magie. Dein Körper kann selber heilen, dein Körper kann Gefühle ausbalancieren, du kannst bestimmen, wie du dich fühlen magst. Du bist so viel mehr als eine programmierte Maschine. Und das Außen ist, kann ganz anders sein als das Innen. Und über dein Innen bestimmst ausschließlich du. Im Außen mögen das andere bestimmen, andere irgendwelche Regeln aufstellen. Im Inneren, für dich, deine Gefühlswelt, deinen Körper, bestimmst es du. Das ist Bewusstsein. Das ist die eigene Power annehmen. Das ist die Ausrichtung des eigenen Lebens, des eigenen Gehirns praktisch, der eigenen Gedanken. Und das ist die Anpassung des eigenen Lebens. Du bestimmst, ob du gut gelaunt bist, voller Power bist, mit Freude in den Tag startest, mit innerer Gelassenheit in den Tag startest, ob du deine Souveränität wahrnimmst und lebst, ob du einen klaren Kopf hast, ob du die Kontrolle über dein Leben hast, ob du die Entscheidungsfreiheit über dein Leben hast, ob du dich ausrichtest und wie du deine Wahrnehmung ausrichtest. Und das ist ganz anders, als wenn du gehetzt 5-mal die Snooze-Taste drückst, völlig zerstrubbelt, last minute, müde, unzufrieden in den Tag startest. Und genau deshalb lade ich dich wirklich so herzlich ein, einfach mal deine Morgenroutine anzuschauen, damit du am Steuerrad deines Lebens bleibst, nicht fremdgesteuert bist und auch nicht auf Autopilot mit den alten Gedanken und Situationen, Strukturen so durch den Tag gleitest, sondern bewusst so, wie du den Tag gerne möchtest. Dein Start in jeden einzelnen Tag, kreiert deinen Tag. Und da bieten sich diese Überlegungen an, dass du vielleicht bei einer fein dampfenden Tasse Tee oder Kaffee oder einem gemütlichen Spaziergang mal dir einfach nur das eine Thema vornimmst, Start in den Tag. Wie starte ich heute? Wie ist jetzt meine Routine? Wie sind jetzt meine Abläufe? Tut mir das gut? Bin ich damit zufrieden? Habe ich genug Zeit für mich und meine Pflege, mein Erwachen, einfach den Start in den Tag zu zelebrieren? Oder bin ich gehetzt, abgekämpft und schon genervt, noch bevor ich überhaupt in der Dusche angekommen bin? Also einmal wie eine Bestandsaufnahme zu machen, wie ist es eigentlich jetzt? Um dann zu erkennen, will ich es so beibehalten oder möchte ich Änderungen drin haben? Und sich dann zu erlauben,
Wie sieht denn mein idealer Start in den Tag aus? Wie viel Zeit möchte ich zum Aufwachen, zum Recken und Strecken noch unter der Bettdecke haben? Wie viel Zeit möchte ich im Bad haben? Wie viel Zeit möchte ich zum Frühstücken haben? Wie viel Zeit möchte ich für den Weg in die Arbeit haben? Und es dann auch anschauen von den äußerlichen Umständen her. Es macht einen riesen Unterschied, ob du dich morgens mit einem Lieblingshandtuch abtrocknest nach der Dusche oder in ein zerfranseltes altes Handtuch dich rollst. Das hat was mit wie Selbstwert zu tun, mit Selbstliebe. Manches ist vielleicht noch eine schöne Erinnerung, aber ist es wirklich wohltuend oder ist es eine traurige Erinnerung? Ist es wirklich zeitlich aktuell? Wir leben wirklich in komplett neuen Zeiten. Und damit meine ich nicht das Jahr 2020 oder 2021, sondern das sage ich seit 4 Jahren. Die Energie hat schon längst geschiftet, dass wir schon längst in neuen Zeiten gelebt haben, weg mit alten Zöpfen und genau durch den Haushalt gehen und jetzt durch die Morgenroutine, ist alles so, wie ich das heute, hier und jetzt haben möchte. Und da wirklich durch den zeitlichen Ablauf gehen, durch die Gewohnheiten, Handgriffe, Gefühle gehen, tut mir der Kaffee gut oder wollte ich eigentlich schon längst auf Tee umstellen? Wollte ich schon längst die Ernährungsgewohnheit ändern? Wollte ich schon längst mir vielleicht abends die Kleidung schon parat legen oder eben nicht mehr abends parat legen, sondern morgens spontan entscheiden? All diese Dinge von den verschiedenen wie Bausteinen her anschauen. Und dann den Wecker entsprechend stellen. Also von der Überlegung, wie ist es jetzt? Bin ich zufrieden? Wie will ich es haben? Zum tatsächlichen Tun, zur tatsächlichen Umsetzung zu kommen und dann den Wecker entsprechend stellen. Und dann kommt die große Kunst, wirklich umzustellen, dem Traumablauf zu folgen. Also vielleicht neue Handtücher, neue Zahnbürste, eine andere Zahnpasta zu kaufen, einfach von den Produkten her, die dich umgeben, das so zu gestalten, dass es dir deinem heutigen Ich entspricht. Nicht mehr das kleine Kind-Ich ist, nicht mehr irgendwas, was sich halt so ergeben hat oder was schon seit Jahren so ist, sondern ganz, ganz, ganz bewusst wahrnehmen, wer bin ich heute und was tut mir heute gut. Und es sind vielleicht einfach neutrale weiße Handtücher statt den geblümten aus der Kinderzeit. Oder einfach die freundliche gelbe Zahnbürste, die dich morgens schon anleuchtet, statt irgendwie der ewigen dunkelblauen Farbe. Also wirklich dir zu erlauben, da ins Detail zu gehen. Und niemand bestimmt über deine Morgenroutine. Es ist so viel mehr. Ich kriege das von Kunden immer wieder als Rückmeldung, wenn wir es im Coaching auch ansprechen. Wir leben aktuell in Zeiten, wo wir häufig das Gefühl haben oder suggeriert kriegen, wir sind fremdgesteuert, wir haben keine Macht, wir haben nichts zu sagen, sondern müssen uns fügen, folgen und einordnen. Und genau deshalb ist diese Morgenroutine so machtvoll, weil sie dir deine Power zurückgibt. Niemand bestimmt außer du, wann der Wecker klingelt. Niemand bestimmt außer dir selber, wie der Ablauf ist, wie du in deinen Tag startest. Du bist unendlich machtvoll, unendlich powerful und kannst mit der Morgenroutine dir jeden Tag zu Beginn des Tages das Selbstwertgefühl noch mehr aufbauen, die Souveränität wecken, dich an die innere Gelassenheit erinnern.
weil du dir den Tag genau so startest, wie du ihn gerne hättest. Und deshalb ist dieser letzte Schritt, wirklich dem Traumablauf zu folgen, so entscheidend. Nicht nur davon zu träumen, wie du morgens in den Tag startest, sondern es tatsächlich dann auch einfach zu tun, sich neu zu programmieren auf diesen neuen Start in deinen Tag. Weil jeder Tag ist eigentlich auch ein kleines Leben. Und nicht mehr auf Autopilot der bisherigen Routine zu folgen, sondern ganz bewusst wahrzunehmen, der Wecker klingelt und ich stehe auf. Nicht fünfmal die Snooze-Taste zu drücken oder sich eben Zeit für die Morgenmeditation zu nehmen oder Zeit für einen Morgenspaziergang zu nehmen, mit der Lieblingskaffeetasse den Kaffee oder den Tee zu nehmen und dafür Zeit zu haben, nicht unterwegs irgendwo Kaffee to go schnell, schnell zu trinken. All das stärkt dein Bewusstsein für die eigene Power, die du hast, für die eigene Wertschätzung dir selber gegenüber und auch für deine Gesundheit natürlich. Der Kaffee gemütlich im Sitzen zu Hause mit Mousse genossen hat eine ganz andere Wirkung als der schnell runtergekippte Coffee to go irgendwo am Bahnsteig oder irgendwo im Stehen. Also das ist dann wirklich die große Kunst, hinzuschauen, wie will ich es haben und es dir selber wert zu sein, das genau jetzt auch zu machen. Und auch da gilt natürlich wie immer, es gibt kein richtig oder falsch. Die Podcast-Folge ist einfach die Einladung, in diese Morgenroutine mal einen Fokus reinzulegen, zu schauen, starte ich eigentlich wirklich so, wie ich gerne möchte? Und manche von euch wissen, dass ich ja jedes Jahr, Anfangsjahr, einen Kurs gebe, aufräumen, um gerade die Neujahresenergie aufzunehmen und wirklich festzustellen, wie soll mein Jahr sein? Und dann können alte Dinge weg. Das hat jetzt natürlich eine ganz neue Brisanz und ganz neue Wichtigkeit gekriegt. Der Kurs findet jetzt kommenden Samstag, ich glaube, das ist der 9. Januar, wieder in Zug statt. Und an einem der letzten Kurse hat dann eine Teilnehmerin Tränen in den Augen gehabt, weil sie bei dem Thema Aufräumen, da stelle ich verschiedene Methoden vor, wie man das Aufräumen angehen kann. Und eine Methode ist eben wirklich durch den Tag zu gehen und mit der Morgenroutine auch zu starten. Und dabei sind die Tränen dann gekommen und geflossen, weil dieser Teilnehmerin bewusst geworden ist, dass sie jeden Tag mit ganz viel Stapeln aufwacht und ganz vielen To-Dos, weil die zu bügelnde Wäsche, die zu waschende Wäsche, die aufzuräumende Wäsche, alles sammelt sich im Schlafzimmer. Die Zeitungsartikel, die noch zu lesen sind, die irgendwelche Sportgeräte, die mal angeschafft wurden, alles sammelt sich im Schlafzimmer. Und genau darum geht es in dieser Morgenroutine. Wahrzunehmen, starte ich meinen Tag klar, pur, aufgeräumt, parat für den Tag, in meiner eigenen Kraft, Souveränität, Gelassenheit, damit ich so richtig aus dem Vollen schöpfen kann und richtig meine Intuition spüre, meine Kreativität spüre, meine Lebensfreude spüre. Und diese Sachen haben alle nichts mit dem Außen zu tun, sondern das ist nur, wie wir es uns einrichten. Und die Teilnehmerin hat mir später geschrieben, das hätte ihr so einen Ruck gegeben fürs Leben, dass sie jetzt das Schlafzimmer aufgeräumt hätte und es würde einen riesen Unterschied machen. Sie startet ganz neu in den Tag, weil die Zeitschriftenstapel weg sind, die zu bügelnde Wäsche ist weg. Das Schlafzimmer ist jetzt ein Ort, wo sie gerne abends ins Bett geht und morgens aufwacht und in den Tag startet.
Und in dem Sinne lade ich dich ein, schau an, wie startest du in den Tag und wie möchtest du in den Tag starten? Was möchtest du anschauen? In welcher Wäsche möchtest du aufwachen? Und was ich bei mir im Übrigen auch angefangen habe, ist zum Beispiel, ich habe immer oder meistens jedenfalls eine Tüte parat, dass wenn ich merke, irgendwas tut mir nicht mehr gut, das kann ein T-Shirt sein, das kann irgendein Handtuch sein, irgendwas, was mir in die Hand fällt und ich merke, da ist irgendwie wie ein anderer Gedanke dran oder ein Gedanke, ich müsste oder ich sollte, dann entsorge ich dieses Teil sofort in diese Tüte. Das fasse ich kein zweites Mal an, sondern ich nehme diesen Gedanken wahr und entsorge das T-Shirt. Das macht es viel einfacher, weil es wirklich das Ernstnehmen ist von der Intuition, die kommt, dass dieses T-Shirt nicht mehr in mein Leben passt, aus irgendeinem Grund. Oder dass ich an der Hose keine Freude mehr habe. Oder dass das Handtuch ausgedient hat. Dass ich irgendwie heute aufgewacht bin, mich anders fühle, einen anderen Blick aufs Leben habe und dann kann das weg. Also trau dich, vielleicht auch so eine Tüte zu eröffnen, einfach parat zu stellen. Und die dann immer wieder zu entsorgen, wenn sie voll ist oder wenn sie halb voll ist, weil das Leben dann auf einmal wie so fließt. Es ist nicht mehr, ah, ich muss ja noch das oder ich wollte schon lang, sondern es ist so ein Fluss einfach. Und meistens geht es jedenfalls mir so, wache ich morgens auf mit so einem ganz klaren Kopf und klare Ideen, klare Vorstellungen, klare Intuition. Und wenn ich da den Impuls habe, irgendwas passt nicht mehr in mein Leben und ich dem folge, das kostet mich keine Energie mehr, sondern ich folge dem, mache das, entsorge das, weg damit und habe damit wie ein Stück von meinem Leben wieder geklärt. Ich bin Herr meines Lebens, lebe meine Souveränität und Gelassenheit und Erfolg und Genuss sind eingeladen in den Tag. Genau. Also, das so möchte ich mit dir in dieses neue Jahr starten. Trau dich, den Fokus zu legen auf deinen Start in den jeweiligen Tag. Es ist wunderschön, dass ich dich begleiten darf. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich habe Rückmeldungen gekriegt, dass ich würde immer sagen, ich lade dich ein oder vielleicht magst du. Und ja, ich habe dieses Du musst und mach wirklich komplett gestrichen aus meinem Leben. Mir ist das bei anderen aufgefallen, die sagen, du, dann musst du das machen und dann musst du. Nein, du musst gar nichts. Es ist bewusst die Formulierung, du bist eingeladen, das. Ich gebe dir einfach nur wie einen Impuls mit jeder Podcast-Folge oder mit jedem Post auf Instagram oder Facebook oder anderen Tools. Was mir bei mir im Leben aufgefallen ist und geholfen hat, was ich an Rückmeldungen von meinen Kunden, Kundinnen habe. Und da bist du einfach eingeladen, darüber nachzudenken, das umzusetzen. Aber ein Muss gibt es nicht. Nicht in meiner Welt jedenfalls, sondern es ist einfach immer nur eine Idee und dann darfst du es bei dir ausprobieren. Es darf wie so eine Awareness, das Bewusstsein geweckt sein dadurch. Und dann darfst du es ausprobieren. Und wenn sich was bewährt und sich als cool für dich rausstellt, dann darfst du es umsetzen in deinem Leben. Und wenn nicht, dann nicht. So einfach ist das. Also ich bin voller Respekt und voller Achtung vor dir und deinen Entscheidungen und deinem Leben, sodass du selber entscheiden darfst. Aber es ist nicht an mir zu sagen, du musst, sondern ich mag einfach nur mit dir teilen, so ein Best-of von meinen Kunden oder aus meiner Coaching-Praxis und von mir selber natürlich. Genau, weil es geht mir darum, und es hat eine Kundin mir diese Woche so, also wirklich unendlich berührend als Rückmeldung gegeben, dass sie niemals gedacht hätte,
dass sie so schnell ihr Leben ändern kann. Sie war bei mir im Coaching oder ist bei mir im Coaching. Und schon nach der ersten Sitzung haben sich wirklich große Türen geöffnet. Nach der zweiten Coaching-Sitzung war das Leben wie ganz anders. Es haben sich komplett neue Ausblicke ergeben. Und genau darum geht's. Es geht niemals darum, jemand anders zu sagen, du musst es so oder so machen, sondern mir geht es immer darum, den Raum zu öffnen und die Möglichkeiten zu öffnen und dich einzuladen, dich an deine Wahlfreiheit zu erinnern. Viel zu oft werden wir im Außen eingeschränkt. Viel zu oft wird uns im Außen suggeriert, du musst es so oder so machen und das ist das einzige Seelenheil und nur so funktioniert es. Und nein, wir sind ganz unterschiedliche Seelen. Wir haben unterschiedliche Seelenalter, wir haben unterschiedliche Erfahrungen, wir haben unterschiedliche Ideen, Kreativität, unterschiedliche Leben. Das, was mir am allerwichtigsten ist, ist die Bandbreite wieder zu öffnen. Weil wir mit unseren Glaubenssätzen, Mustern, Programmierungen den Fokus wie einengen im Laufe des Lebens und wie auf Schiene durchs Leben oft mal gehen und die Alternativen gar nicht mehr richtig wahrnehmen oder sehen oder uns trauen, anders zu denken oder irgendwas anderes zu machen. Und darum geht es, die Wahlfreiheit zu eröffnen, das wieder zu erkennen, bewusst wahrzunehmen und aus diesem bunten Blumenstrauß, der sich daraus ergibt, die Lieblingsblume zu pflücken. Und es ist in dieser Podcast-Folge die Lieblingsblume der Morgenroutine. Aus der Fülle, die es gibt, gar nicht zu frühstücken, üppig zu frühstücken, nur das zu machen oder das zu machen oder in der letzten Minute aus dem Bett zu hüpfen oder frühzeitig aus dem Bett zu hüpfen und noch einen Spaziergang zu machen, schnell zu duschen oder stundenlang zu duschen. All das ist die Wahlfreiheit und all das macht dein Leben aus. Und aus dieser gesamten Bandbreite, aus diesem breiten, riesengroßen Blumenstrauß, darfst du dir dein Blumenbouquet für dein Leben zusammenstellen. Und du darfst dich für dich selber in deinen Mittelpunkt für dein Leben stellen. Wie du es haben willst, wie du am kraftvollsten bist, dich am wohlsten fühlst, am gesündesten bist und dein Energiefeld so richtig riesengroß aufbauen kannst. Du darfst ein großes Energiefeld haben, du darfst strahlen, du darfst leuchten und trau dich in deinen Lebensfluss zu stellen, in den Lebensfluss zu tauchen, mit dem mitzuschwimmen und zu bestimmen, ob du das so oder so haben möchtest. Genau. Weil die Souveränität und Gelassenheit, die sind eh in dir vorhanden. Die dürfen einfach wachgeküsst werden, freigelegt werden. Und die äußeren Störgeräusche ausgeschaltet werden, ausgeblendet werden. Trau dich zu strahlen, trau dich in deine Großartigkeit zu gehen. Und jetzt lade ich dich ein, deine Morgenroutine anzuschauen, deiner Fantasie freien Lauf zu lassen, zu spüren, worauf du Lust hast, was sich für dich richtig anfühlt. Vielleicht magst du es teilen in den Kommentaren auf Instagram oder Facebook oder einem der anderen Tools oder mir schreiben. Es gibt kein richtig oder falsch, alles ist im Fluss und alles ist ein ongoing Prozess. Es darf Spaß machen, egal was im Außen ist. Das Leben darf immer Spaß machen und deine Augen dürfen strahlen. Das Alte ist nicht besser, sondern nur vertrauter. Los geht's mit Loslassen, los geht's mit der neuen Morgenroutine. Und ja, schreib mir von deinen Erfahrungen in die Kommentare. Ich freue mich, von dir zu hören. Danke fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Danke, dass ich dich begleiten darf. Ich wünsche dir ein zauberhaftes 2021 mit viel Souveränität und Gelassenheit. Herzliche Grüße und eine dicke Umarmung. Deine Nadja.